Russischer Senator Puschkow glaubt an den weitsichtigen Präsidenten Biden. Nicht zum ersten Mal hört man von russischen Entscheidungsträgern lobende Worte an die Adresse des amerikanischen Präsidenten. Man glaubt in Russland, dass Biden besser ist als die ihn umgebende Struktur amerikanischer Beamter und Berater. Der Senator im russischen Föderationsrat der Oberkammer der Staatsduma, Alexei Puschkow, zeigte sich in einem Kommentar auf seinem Telegram-Kanal überzeugt, dass Präsident Biden keine Höllensanktionen gegen Russland anwenden wird. Das bedeutet aber nicht, dass es trotzdem zu den angedrohten Sanktionen kommen könnte. Puschkow kommentierte, dass Biden viel weitsichtiger ist als die ihn umgebenden Strukturen seiner Präsidentenverwaltung. Biden weiß, dass wenn die USA diese Höllensanktionen verhängen, sich die USA damit völlig verausgaben. Das heißt, es werden danach keinerlei Instrumente mehr zur Verfügung stehen, um auf Russland Druck auszuüben. Im Ergebnis dieser Höllensanktionen wird Russland alle Kontakte mit den USA und den Ländern abbrechen, die daran Anteil haben und diese unterstützen. Russland wird, auch das ist unstrittig, zeitweilige wirtschaftliche und finanzielle Probleme haben. Aber Russland erhält auch völlig freie Hände in seiner Außenpolitik, da man auf nichts und niemanden mehr Rücksicht nehmen muss. Welche Politik Russland danach betreiben wird, ist unbekannt und die USA haben keinerlei Möglichkeiten mehr, auf Russland Einfluss zu nehmen, außer einer einzigen, die militärische Einflussnahme. Einen militärischen Konflikt mit Russland will man aber in den USA auf alle Fälle vermeiden.